for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch, eine Galapagos-Lava-Lizard-Microlophus. Kleinbleibende Echsenart von Galapagos. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von den relativ kleinen Echsen, wobei die zum einen wirklich wunderhübsch sind und zum anderen natürlich auch diesen Mythos Galapagos mit sich bringen. Also es gibt nicht viele Reptilien von Galapagos, die man in der Terroristik halten kann und halten tut, ne, weil sie einfach die Ausfuhr ist verboten. Meerechsen oder sowas kann man in der Terroristik schlecht halten. Also gibt diverse Gründe, wieso die Galapagos-Tiere in der Terroristik nicht arg präsent sind. Aber diese Microlophus, die werden gezüchtet und kann man tatsächlich oder sind tatsächlich zu bekommen. Ne? Wie gesagt, Galapagos selber ein echter Mythos für jeden Terrarianer, denke ich. Ich war vor 15 Jahren, hatte ich mal die Gelegenheit und war dort. Und das ist absolut ein Traum, was man dort sieht an Reptilien. Also da schlägt mir das Herz höher. Und das verbindet mich wahrscheinlich besonders mit dem kleinen Kerl hier. Thema heute, die Brutraum-News 2021. Das ist schon der zweite Teil. Wir hatten schon den ersten Brutraum-News. Jetzt sind wir mitten in der Zucht drin, beziehungsweise ja schon so die Mitte leicht überschritten. Ich habe echt ein paar Highlights. Sachen, die ich mir vorgenommen habe zu züchten, sind auch geglückt, kamen raus. Die sind auch hier mit dabei und die möchte ich euch jetzt zeigen. So, einmal umgebiked, dass ich hier ein System drin habe. Fangen wir mit dem hübschen Kerlchen hier an. Könnt ihr schon mal selber ein bisschen raten, was drinstecken könnte. Es ist ein Clown Bongo Super Pastel. Ne? Also der Clown macht ja wegen die Grundfarbe. Der Bongo hilft, diese hübschen Bäumchen hier reinzumachen. Ne? Sieht ja aus wie so eine Allee mit Bäumen, ne? Oder mit... Ja, ich weiß nicht, was sieht noch so aus, so Lollis oder irgendwie sowas. Und das Ganze als Superpastell, also nochmal deutlich aufgehellt. Ja, wunderschöne, finde ich, oder toll geglückte Kombo. Clown mit Bongo ist eh immer interessant. Und dann der Superpastell mit rein. Also war eins meiner Highlights dieses Jahr. Dann ein weiteres Highlight für euch. Das Ganze ist Lavender-Bongo, ne? Lavender-Albino mit Bongo. Unterscheidet sich jetzt nicht wahnsinnig vom Lavender, aber der Bongo macht schon nochmal ein bisschen andere Zeichnung rein, ne? Wenn er hier die Flecken auf dem Rücken anschaut. Auch die Seiten, diese, wenn man hier guckt, das sieht ja aus wie so ein Totenkopf oder so ein Geistergesicht oder sowas. Ne? Das kommt alles durch den Bongo hier drin, diese schönen Flanken. Also gefällt mir auch gut. Wie gesagt, muss man wenn genauer hinschauen. Ne? Auf den ersten Blick denkt man, naja, ist einfach ein Lavender. Aber wenn man sich genauer anschaut, kann man da in der Zeichnung schon, wie gesagt, also gerade hier habe ich nochmal so ein Gespensterkopf. Also das finde ich was, wo mich jedes Mal mit fasziniert. Dann kommen wir hier zu was Ähnlichem wie Bongo. Das ist Cypress, in dem Fall Cypress Pastel Yellow Belly. Cypress und Yellow Belly kriegt immer wegen so diese Zeichnung ähnlich einem Superstripe. Pastel noch mit drin, bringt das Gelb noch weiter mit raus. Auch hier haben wir wieder diese hübschen Flanken. Also wenn ich das euch jetzt gerade so zeige, da könnte man meinen, ich stehe völlig auf Flanken, das ist auch irgendwo richtig. Also ich mag es, wenn da so diese, wie gesagt, diese Gesichter hier drin sind, ne? So wie hier wieder. Ne? Haben wir lauter so hübsche Köpfe, Gesichter mit drin. Gefällt mir super gut. Wie gesagt, Cypress, Yellow Belly und dann noch Pastell mit rein. Dann kommt ein Tier, das hatte ich schon angekündigt oder da haben wir sogar eine extra Folge drüber, ne? Das ist dieses Patternless X Projekt.
habe ich dieses Jahr, ich glaube, 3 Stück aus dem ganzen Projekt, habe ich 3 so Patternless gezüchtet. Das ist einer davon. Eben das Projekt haben wir euch ja schon vorgestellt. Es sah auch gelegemäßig, sah es richtig gut aus mit den Patternless. Ich habe, glaube ich, von 4 oder 5 Weibchen hatte ich Gelege, wo das drin war. Ich hatte dann aber zum Teil Pech mit der Befruchtung, hat das Gelege zur Hälfte Wachseier gehabt zum Beispiel. Ich glaube, bei einem Gelege sind mir 1, 2 Eier kaputt gegangen. Also das Projekt fing super an, also überdurchschnittlich gut, so was Gelege betrifft. Aber wenn ich dann schaue, was am Schluss alles geschlüpft ist, hätte es optimaler sein können, aber nichtsdestotrotz. Also wir haben die Patternless gezüchtet. Was mir noch nicht geglückt ist, ist der Test mit Genetics Tribe und dem Patternless X. Ist es allel miteinander oder nicht? Ich hatte ein Gelege, aber da sind mir, glaube ich, die Eier kaputt gegangen. Bis auf 1, wenn ich mich nicht täusche. Und da war dann auch nur ein wildfarbenes Tier drin. Also könnte Doppelhetero sein oder sowas. Beziehungsweise genau, da hatten wir 2 verschiedene Männer drauf. Da hatten wir erst einen anderen Mann drauf, nicht den Patternless, sondern einen anderen Mann. Haben wir ein wenig unklug gewählt, diese Verpaarung. Und deswegen wusste man im Endeffekt nicht, war der Patternless drauf oder nicht. Das, was rauskam, war ein wildfarbenes Tier. Also kann von dem anderen Männchen sein, aber kann auch sein, dass der Patternless eben nicht allel ist mit dem Genetics Tribe, was gut wäre, so wollten wir es eigentlich auch haben. Aber so richtig beweisen konnten wir es dieses Jahr noch nicht. Aber zumindest haben wir 2, 3 hübsche Patternless gezüchtet und wir bleiben an dem Projekt dran. Ich glaube, das wird weiterhin echt spannend. Wie gesagt, stellt euch den Patternless hier vor als ja, zum Beispiel das Lavender-Albino, was wir vorher gesehen haben. Ne? Wenn er dann diese Lavenderfarben reinkriegt oder mit, ja, ich denke, man kann ihn mit zig verschiedenen Sachen verpaaren, vielleicht sogar mit Sunset. Also das wird die nächsten Jahre oder Jahrzehnte sicherlich noch eine absolut spannende Sache, was mit den Patternless passiert. Wir haben natürlich wieder mit Sunset einiges gezüchtet. Das hier ist Sunset mit Enchi. Ne, der Enchi kommt nicht extrem zum Vorschein im Sunset, aber man sieht ihn schon. Der Enchi tut den Sunset vielleicht noch gleich ein bisschen mehr orange machen und tut die Zeichnung noch gleich ein bisschen verändern, ne, dass die Zeichnung noch ein bisschen von der Standard gleich ein wenig abfällt. Also das hier ist Sunset Enchi. Sunset für mich oder eins meiner heißesten Projekte. Es gibt nach wie vor, werden wenig Sunset gezüchtet. Die Nachfrage ist wirklich groß und überdurchschnittlich toll. Und haben wir dieses Jahr auch ein paar Gelege gehabt. Alles kann immer besser sein in der Zucht. Ich hätte mir vielleicht 1, 2 Gelege mehr gewünscht, aber ich bin definitiv doch zufrieden und habe so hübsche Sachen wie diesen Sunset Enchi rausgezogen. Ja, und zu guter Letzt das Highlight aus meiner Zucht. Jetzt gucken wir erstmal, was wir verpaart haben. Genau, wir haben verpaart Doppelhead Sunset Ultramehl mit Doppelhead Sunset Ultramehl. Ne? Doppelhead mit Doppelhead. Wer sich genetisch wenig auskennt, weiß, die Chance ist 1 zu 16, dass das rauskommt, was man will. Ne? Also man braucht theoretisch, wenn man 16 Eier hat, ist ein Tier dabei von der gewünschten Farbe. Ich hatte nicht einmal 16 Eier. Ich glaube, wir hatten insgesamt vielleicht 8 oder 10 von den Eiern und haben es aber tatsächlich geschafft. Wir hatten es schon auf Instagram haben wir schon Fotos gepostet, also wer uns auf Instagram ReptilTV folgt, der hat schon Fotos von diesem hübschen Kerl gesehen. Also ein Sunset Ultramehl. Ich finde es super geglückt, diese Kombination. Der Ultramehl tut das oder bringt dieses extreme Orange hervor im Sunset. Die Zeichnung ist nach wie vor vom Sunset. Er war schon aus dem Ei raus schön und interessant. Jetzt nach der ersten oder zweiten Häutung hat er die Farben fast noch ein wenig kräftiger. Also ich finde es eins der Highlights des nicht nur diesen Jahres, sondern in meiner ganzen Königspylons-Zucht ist das eins meiner tollsten Projekte oder was mir meiner Meinung nach mit am tollsten geglückt ist, ist dieser
Sunset Ultra Mehl. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Es ist sogar noch ein Männchen, ne? Also jeder Züchter von euch weiß, wenn man das dann auch noch als Männchen hat, ne, wo man mehrere Weibchen wieder damit verpaaren kann, dann hat man nochmal Doppelglück, also Chance 1 zu 16 und dann noch Männchen, ist ja dann Chance 1 zu 32. Besser hätte es nicht laufen können, deswegen mein totales Highlight für diese Saison und wie gesagt auch für meine ganze züchterische Laufbahn bisher bestimmt eins der tollsten Tiere. Ich hatte es vorher schon erwähnt, die Zuchtsaison ist jetzt weit über die Hälfte. Also wir haben schon noch, ich glaube, so 30, 40 Gelege müssten wir ungefähr noch liegen haben. Also kommen bestimmt noch ein paar noch andere schöne Sachen. Wenn ihr Interesse habt, dann gebt mal einen Daumen hoch oder sagt es in den Kommentaren unten. Sagt, ja, Stefan, bitte Brutraum-News Nummer 3. Oder wenn er sagt, ach nee, jetzt haben wir genug gesehen für dieses Jahr, nächstes Jahr wieder, könnt ihr es auch unten reinschreiben. Am besten ihr abonniert diesen Kanal, weil wenn ihr ihn abonniert habt, dann lese ich besonders gern, was ihr drunter schreibt, beziehungsweise, hoppla, den wollen wir hier nicht so stressen, weil der regt sich jetzt hier auf, dass ich zu viel an ihm rumfummel. Genau, abonniert den Kanal, gebt uns Daumen hoch oder im Worst Case einen Daumen runter. Also den Daumen runter könnt ihr euch auch sparen, aber doch könnt ihr natürlich auch machen, klar. Aber im Daumen hoch freuen wir uns. Dieses Abonnieren und Daumen, das ist ja der Lohn des YouTubers. Deswegen erwähne ich das immer wieder. Würde mich freuen, wenn ihr es macht. Und wie gesagt, gerne unten bei den Kommentaren lese ich mir immer durch. Vor allem kurz nach den Folgen lese ich sie mir durch. Wochen oder Monate später wird es schwierig, jede Folge immer wieder die Kommentare zu lesen. Aber gerade so die erste Woche, nachdem die Folge läuft, gucke ich immer wieder rein, was ihr schreibt. Gebe auch zum Teil mein Feedback. Kann ich auch nicht bei jedem Kommentar natürlich machen, schaffe ich zeitlich nicht. Aber zumindest gebe ich euch dann vielleicht auch einen Daumen hoch oder ein Herzchen oder wie gesagt, ich schreibe was hin. So können wir ein wenig miteinander kommunizieren. Danke für euer Interesse, bleibt mir treu und checkt my balls, ne? Diesmal wieder im wahrsten Sinne des Wortes.